Das Gröbste ist ja, die haben jetzt ein bisschen geputzt, glaube ich. Wie sieht es hier unten mit dem Putzen aus? Guck mal, hier, das Blut ist auch alles weg, das Goo ist weg. Wir haben das Goo auch wirklich dann weggewischt. Hier war ja auch eine Spur, ne? Goo und Blut, das ist weg. Das haben sie gemacht. Das Blut hier ist weg. Gut, die Leichen liegen noch rum, aber da können wir gerade nicht wirklich viel dran ändern. Welche Ballista war es? Die brauchen wir eh nicht mehr. Ich brauche nicht nochmal Ballista. Hier haben sie jetzt mal. Jetzt können wir hier auch ein bisschen rumsmoosen. Das betrifft wieder alle. Jetzt wollen sie erstmal alle wieder rumsmoosen. Ne? Wir ignorieren. Nein, wenn wir schon die beerdigen, dann hinter schönen, gesmoosten Wänden. Das haben wir immer so gemacht. Das werden wir auch weiterhin so machen. Auch wenn hier massenhaft Zwerge gestorben sind. So müssen wir uns ein bisschen an die Ordnung halten und sagen, okay, es muss schön aussehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob man nicht einfach anfangen, keine Ahnung, noch so hier auf dieser Ebene sozusagen die Todesebene zu machen, wo dann sozusagen nur alles voll ist mit Särgen. Weil wir haben jetzt hier oben so ein schönes Rechteck hier so mehr oder weniger hingekriegt. Das wird jetzt noch hier rumgesmoost und dann haben wir das hier mehr oder weniger halbsymmetrisch, so halb halt. Und machen dann sozusagen einfach noch eine Todesebene hier, direkt neben den Armbrustschützen von der Treppe. Irgendwo hin, überall sind nur Grabkammern. Als ob der Bürgermeister uns irgendwas zu sagen hätte, mit von wegen, ich verbiete euch die Sachen zu handeln, Pustekuchen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier. Es wäre jetzt schön, wenn ich auch wieder. Und dann kriege ich alle miesgelaunten Zwerge einmal angezeigt und kann mir angucken, was denen nicht passt. Das ist ja auch noch so ein Statistikbildschirm, wäre noch voll schön zu sehen. Okay, die Zwerge haben die und die Laune, also sind jetzt mies gelaunt, weil. Ne? Und dann kommt eine Liste, welche Bedürfnisse am wenigsten über die gesamte Festung am wenigsten erfüllt sind. Also dem passt zum Beispiel gar nicht, da ist alles scheiße, aber dann gibt es zum Beispiel, ja, hier das Schlafzimmer ist dreckig. Ne, und dann wird angezeigt, welche Zwerge alle finden, das Schlafzimmer ist dreckig. Ne, oder unter den schlecht gelaunten Zwergen gibt es eine Auflistung, was denen alles nicht passt. Dass man sozusagen die durchgehen könnte. Also direkt sehen könnte, nicht durchgehen. So könnte ich einfach durchgehen, kann sagen, okay, ich gucke mir meine Zwerge an. Ne, das Kind putzt sich gerade selber. Du bist im Gefängnis, da kann man schlechte Laune haben, ist okay. Aber was zum Beispiel mit dir? Du schläfst, also müssen wir jetzt draufgehen, gucken, okay. Du hast lange nichts mehr hergestellt, du bist nicht mit deiner Familie, bist nicht mit Freunden und hast lange kein Kampftraining mehr und du quatschst dich mit Leuten. Und wenn du introvertiert bist, dann ist das halt so. Du magst dein Schlafzimmer, das ist schön. Und das hast du über Glasmärchen gelernt, das ist auch toll. Leichen zu sehen juckt dich gar nicht und deine Arbeit findest du toll. Was ist deine Arbeit? Deine Arbeit ist aktuell das Pflanzen. Da craftet sie halt natürlich nichts. Ja, und ist deswegen halt unzufrieden, weil Craft Object klappt nicht. Er war ja mal ein Stone Crafter und das ist jetzt Very Rusty, weil er nichts mehr craften darf. Also können wir den zum Beispiel auch sagen, hier. Theoretisch müsste ich ihn jetzt zu einem, weiß ich nicht, was ist denn der Siege? Achso, Siege Engineering, ja, okay. Müsste ich den theoretisch zu einem Stonecrafter machen und sagen, hier, du darfst Stonecraften. Dann ist er ein bisschen glücklicher, weil er dann sozusagen seinen Job hat. Aber er ist dann trotzdem noch mies gelaunt. Das ist deine Familie und so weiter, das könnte man gucken. Relationship. Deine wichtigste Beziehung ist die zu deiner Hausziege. Und dann hast du einen Freund. Danach nur noch ganz viele Bekannte. Das ist traurig. Gut, erstmal jetzt die Frage, warum hast du gar keine Familie mehr? Also theoretisch müsste uns angezeigt werden, Eltern, gut, wenn die alle tot sind. Sind bestimmt alle hier gestorben. Du hast ein Trauma vor 3 Jahren erlebt. Ja, vielleicht, als deine ganze Familie gestorben ist oder sowas. Was kann sein? Jetzt sind wir auf jeden Fall musikalisch begabt. Steht hier jetzt bei Values Preferences Needed?
Away from people, denn Schlaf halt nicht in dem einzelnen Zimmer da. Er macht nicht nichts Kreatives. Unexciting life. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, viele von diesen Zwergen in dieser Festung wären froh, wenn ihr Leben ruhig ist. Ich glaube, aktuell sollte jeder Zwerg hier froh sein, wenn sein Leben ruhig ist. Keiner unserer Zwerge sollte sich jetzt gerade nach Abenteuer sehnen. Jedenfalls nicht nach dem, was im letzten Jahr so Schlimmes passiert oder in diesem Jahr alles so Schlimmes passiert ist. Ja, genießt den Schneesturm in der Wüste. Es schneit gerade die Wüste zu. Wie es sich gehört. Ne? Ab und zu sollte auch mal eine Wüste zuschneien dürfen. Ja? Aber genießt es doch. Warum kämpft jetzt das Kind gegen ein Alter, eine riesige Horde von Guena, nee, von Kiez, von kleinen Küken greift unsere Zwergenkinder an. Eine Armee von Geflügeln. Besser als die Dämonen jedenfalls. Ah, die müssen alle weggeschlachtet werden, ne? Der aktuelle Auftrag ist ja Großschlachtung. Ja gut, das kann ein bisschen dauern. Ach, deswegen, das Zwergenkind. Ach, da, deswegen kämpfst du gegen das Geflügel. Du wolltest gegen das Geflügel kämpfen. Muss ich das heiße gleich ein Kind anklagen, weil es ein Küken gehauen hat? Wahrscheinlich, ne? Mein Mamo wird auch wieder gebracht. Es entwickelt sich. Warum hatte ich hier nochmal einen neuen Raum angelegt? Was wollte ich dazwischen lagern? Möbel nicht. Möbel haben wir jetzt Platz genug. Holz? Nee. Quarz? Nein, die Quarz reicht ja eh, dass die Quarz hier unten liegen. Eigentlich sollten die nach oben. Ich habe es vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wofür die Kammer war. Die muss auch für irgendein Zeug gewesen sein. Aber haben ist besser als brauchen. Na, Hauptsache, wir haben erstmal eine große Kammer. Eine Bibliothek besucht auch keiner mehr. Wir haben alle jetzt was Besseres zu tun, ne? Am Leben bleiben. So, aber jetzt ein grüner Vogelblatt. Okay, von dem Küken, das du verprügelt hast. Na ja, gut. Kommt vor. Ist halt ein Küken. Und unten ist nichts, ne? Also noch irgendwelche Dämonen da? Jo. Nimm die drei. Die... Ja, die haben jetzt tatsächlich die Zeit gefunden, mal zu putzen. Es ist aktuell, glaube ich, wirklich die Bude blutfrei. Also, die scheinen in Treppenhäusern nicht zu putzen. Was doof ist, weil man sieht wieder, das ganze Blut im Treppenhaus ist halt da. Das müsste auch irgendein Fehler sein, weil es gibt ja... Richtig, also die Seuche in den Griff bekommen, so haben wir wahrscheinlich durch das Abreißen hier von einmal diesem Übergang. Die beiden Felder, die voll waren mit den Extrakten, die haben wir abgerissen. Und da war neu gebaut. Und deswegen ist die Seuche jetzt in den Griff gekommen, weil sich keiner mehr durch das Durchlaufen anstecken kann. Und es wurde dafür irgendwie ein Artefakt geklaut. Das anscheinend hier eh auf der Treppe lag. Wie soll ich das denn schon wieder herausfinden, wer das war? Wollen kann mir doch keiner erzählen, dass es ein proper Place ist, wenn es auf der Treppe liegt. Wer lässt denn Artefakte auf der Treppe liegen? Das machen auch nur Zwerge. Das ist bestimmt irgendwo, das ist Zwergenkind wahrscheinlich nicht. Es ist irgendwo, läuft irgendein Typ, ist wahrscheinlich gerade mit dem Ding weg. Oder ist schon damit weggelaufen. Das wird na jetzt gerade erst festgestellt. Du bist depressiv. Das ist natürlich, hält dich nicht davon ab, Sachen zu klauen. Wir werden das eh nicht finden. Also diese Möglichkeit, diese ganzen gestohlenen Artefakte wiederzufinden, das habe ich aufgegeben. Was auch einfach daran liegt, dass die Festung dafür irgendwie, vielleicht bringt es auch jetzt hier unten hin. Meistens ist ja einer der Diebe, ist ja meistens ein Gast. Meistens auch ein Gast, der gar nicht zu uns gehört.
Also man könnte jetzt auch sonst alle Asas durchgehen, das aber ganz schön viel ist. Ne? Da habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust durch, sich so ein Elfenpoet anzugucken, aber jetzt gerade irgendwas rumschleppt, was ein Artefakt ist. Alter, was trägt der denn wie viel? Ja, Kronen gestapelt auf dem Schädel. Aber es sieht nicht so aus, als würde der jetzt hier mit einem Artefakt rumlaufen. Also man könnte jetzt auch alle durchgehen, es wird dann sonst angezeigt. Nein, Classic jedenfalls so. Das ist mir aber dann doch jetzt hier ein bisschen zu umständlich. Dann ist ein Artefakt halt weg. Es reduziert ein bisschen den Wert, ja, gut, aber naja. Was ich auch noch gucken wollte, war bei Asas jetzt wegen den Dämonen. Das sind die Invader, die sind uns egal. Die drei, die wissen wir, wo sie sind, das ist auch egal. Und dann gibt es noch dich, du bist aber in Cave 3, es ist uns auch egal. Ganz entspannt hier. Ganz ruhig. Können den Schneesturm ein bisschen genießen. Warum sind die Frames eigentlich schon wieder so eingebrochen? Wir waren zwischendurch mal bei 40. Bestimmt am Schnee jetzt, ne? Bestimmt überall in Schnee. Oh, wird Zeit, dass der Winter dann vorbeigeht. Oder es liegt am Schlachten, aber über so viel. Das Wetter klart auf. Okay. Was liegt daran, dass wir alles Mögliche schlachten müssen? Die sammeln jetzt halt die Schweine und Hunde, sammeln sie hier auf, gehen die drei ein paar Ebenen tiefer. Mal sagen, wo kommt das Blut her? Weil das ergibt Sinn. Das einzige Blut, das aktuell noch Sinn ergibt. Dann werden sie alle hier geschlachtet und da dann verarbeitet. Können auch mehr Butcher anlegen, das hilft uns auch nicht. Warum ist das verboten? Weiß ich nicht. Was machst du? Du verarbeitest die Pflanzen. Das ist gut. Wie kriegen wir unsere Zwerge jetzt glücklich? Ich will ja schon, wenn wir schon wenig Zwerge haben, will ich wenigstens glückliche Zwerge haben. Eine Alternative wäre halt, jedem Zwerg wirklich das zu geben, was er möchte. Das ist aber unglaublich umständlich. Na, so, können wir zum Beispiel gucken, das Kind. Das Kind ist unzufrieden, weil, weiß man gar nicht, weil es ist ein Kind. Kinder haben jetzt nicht so irgendwie das Gefühl, ja, ich brauche dies, das und jenes. Das Kind ist bald erwachsen anscheinend. Oh nein, es ist noch im Jahre 100, es ist vor 5, 6 Jahren mal nackt rumgelaufen. Sie ist ein nervöses Wrack. Weil es vor 8 Jahren ein Trauma erlebt hat. Total hilflos in einer Situation, nachdem sie ein Trauma 3 Jahre später nochmal erlebt hat. Ne? Dann ist es unglaublich reizbar, weil sie nochmal 3 Jahre später wieder ein Trauma erlebt hat. Das arme Kind. So, emotional, was ist denn jetzt? Swayed, emotional appeals. Keine Ahnung. Dover is a rule and she is conflicted by this as she valued parties and merrymaking is a abstract. Du willst, bist ein Kind und redest irgendwas von Hochzeiten und Party machen? Hier die Move to Mercy. Mercy ist doch Mitleid, ne? Weil After Gaining is Sibling in 127. Ist das, du ein Geschwisterchen gekriegt hast, dein Trauma gewesen? Zumindest im selben Jahr. Oh Gott, ich habe ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen. Wie schrecklich. Und seitdem ist das ein Konflikt für sie. Oder vielleicht auch das Trauma, ne? Quest for Power, was auch immer das heißt. Also sie muss jetzt halt kräftig sein, weil sie ist das große Geschwisterchen. Sie traut niemandem. Und ist nicht sehr lustvoll. Also, du bist auch ein Kind, Junge. Ja, Owen. Also, sie mag sich selbst und ihre Talente. Findet es hilfreich. Find helping. Nee, she finds helping others emotional rewarding. Heißt das jetzt, sie ist angewiesen auf emotionale Rückmeldung oder gibt sie die gerne? Auf alle Fälle hängt das zusammen. Was? Nein. Ist das Trauma nicht 34 gewesen? Nee, 35. Ist doch dieses Jahr noch gewesen, oder? Dass alle Zwerge gestorben sind. Auf alle Fälle,
braucht sie diese emotionale Rückmeldung, seit sie im Jahre 122 einen Goblinkopf gesehen hat. Also vor 13 Jahren. Aber sie findet es toll, wenn andere ihr helfen, ne? Ihr wieder ein gutes Gefühl zu geben. Ein bisschen excited, ab und zu, dann und wann, ne? Wenn was ist. And she is conflicted by this. Warte, ich guck gleich mal, was hier los ist. Ich finde es gerade interessant, was mit dem Ding hier los ist. Contorted in fear. Oh Gott, da ist wieder irgendwas vor Angst erstarrt und gestorben. Gucken wir uns gleich an. Es gab noch mal ein Geschwisterchen im Jahr 31, ohne Trauma. Okay. Ach so, okay. Das war die Frage, ob sie das sozusagen braucht. Emotionale Rückmeldung. Okay, sie ist, sie findet es gut, immer. Also emotional erfüllt, anderen zu helfen. Trotz der ganzen Traumata hilft sie gern. Okay. Also, und jetzt stehen wir da und müssen dieses Kind glücklich kriegen, das in ihrem Leben diverse Traumata erlebt hat und sich versucht, mühsam durch das Leben zu kämpfen und in ihren jungen Jahren schon Alkohol braucht. Ne? Also, sie braucht Alkohol, um durch den Tag zu kommen, und ihr ist eigentlich alles scheißegal, weil sie in ihrem Leben nur Scheiße erlebt hat, und das in einem Alter von 14. Wie soll ich die denn glücklich kriegen? So, jetzt gucken wir erstmal, wo bist du vor Angst gestorben? Hier. Im Eingang zum Tempel. Hast dich erschreckt vor den ganzen Küken. Contorted in vier. Was war das nochmal? Wir hatten das schon mal. Genau. Boah, einfach nur richtige Zwerg an ihrer Seite. Das ist alle Heilmittel. So, warte, jetzt muss ich aber jetzt noch einmal kurz... So, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Spoiler-Gedöns, aber ich will jetzt wissen, was das nochmal war. Ich habe das schon mal gewusst und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ein Geist. Okay. Zur Angst geschüttelt, genau. Wegen einem Geist. Okay. Hat irgendein Geist hat den umgebracht. Das war's. Ich wusste doch, dass das irgendwas